Hallo, hier ist Heike Rosen aus der Cinema-Redaktion. Ich stelle den Film Rückkehr nach Montauk vor. Das ist nach Homo Faber eine erneute Verfilmung eines Romans von Max Frisch durch Volker Schlöndorff. Stellan Skarsgård spielt einen recht etablierten Schriftsteller, der sich auf Lesereise in New York befindet und dort Kontakt zu seiner lange verflossenen großen Liebe Rebecca aufnimmt, die gespielt wird, übrigens ganz fantastisch gespielt wird, von Nina Hoss. Gemeinsam verbringen die beiden ein Wochenende auf Long Island und es stellt sich die Frage, können die alten Gefühle neu belebt werden? Das ist ein großes Schauspielerkino, wahnsinnig dialogreich, manchmal etwas lamoyant, aber immer tiefgründig und menschlich. Am Ende bleibt dann die bittere Erkenntnis, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Rückkehr nach Montauk ist ein Anti-Liebesfilm über das Scheitern und narzisstische Macho-Allüren. Fast wie im richtigen Leben. Das war Heike Rosner aus der Cinema-Redaktion.